Damit man so ein bisschen Fortschritt sieht zwischendurch. Oh, oh. Ich glaube, ich habe da gerade was zugemüllt. Doch nicht. Okay. Du weg, du dahin. 1, 2, 3, 4, 5. So. War noch 4, was soll's. Lalala. Und das mit den Ecken bauen war echt keine schlechte Idee. So. Oh. Das sieht aus wie ein Tetris-Block. Du, weg, weg. Was kommt eigentlich hier in den Raum noch rein? Das ist ja mit der wichtigste Raum, den wir haben, ist der Serverraum, wo wir Zugriff haben auf das ME-Terminal und die ganzen anderen Sachen. Ich hatte mir überlegt, so eine Art Monitorwand oder halt mehrere, also hier den ganzen Bereich und da den ganzen Bereich und die wichtigsten Ressourcen auf den Monitoren anzeigen zu lassen. Aber bin ich mir noch nicht ganz sicher. Alternativ, es gibt nicht mehr so viele Sachen, die mit dem ME-System zu tun haben. Es gibt noch den Pattern-Encoder, wo man halt sagen kann, was auf welchen Chip raufkommt, aber es ist auch nur ein Block. Und der Crafting-Würfel, also der Autocrafter, der wird da hinten irgendwo reinkommen. Da hast du eine 5x5x5 Struktur und dann ist gut. Ja, Lava sieht nicht mehr so gut aus, sehe ich gerade. 886, 885 war es. Ach, das 4. Vielleicht sollten wir nicht ganz so viele Dinger bauen. Nicht so viele Generatoren bauen? Nee. Ich sollte nur mal die Netherracks da unten anzünden. Das könnte helfen. Flint nicht dabei, okay. Du gib mir Flint in Steel. Da. Das sollte schon mal helfen. Habt ihr alle auch einen Anschluss mit. Nee, habt ihr nicht. Die müssen alle noch an das da hinten angeschlossen werden mit Fluiducts. Okay, das machen wir gleich. Klick, klick. So, werden schon mal die Steine eingeschmolzen. Wichtig, wichtig. So, jetzt brauchen wir eine gute Handvoll Servos, die ich mal wieder nicht im Inventar habe, und Fluiducts. Klick. So, Fluidukt. 64 sollten reichen. Und Servos. 28 können knapp werden. Aber gucken wir mal. Also eine freie Hand brauche ich auch noch. So. Und wie verbinden wir die da hinten am besten damit? Einfach hier außen rum, ne? So. Kommt es irgendwann schon da hinten an? Theoretisch. Komme ich nicht ran? Komme ich nicht ran? Ich bin gefangen in den Kabeln. Ah, hier geht's raus, okay. So. Ich mag keine Blöcke, wo man nur so ein kleines Fitzelchen sieht, aber der ganze Block eigentlich besetzt ist. Weil ich komme jetzt da nicht ran. Na doch so, okay. Da, da, da. So, und die brauchen alle jetzt ein Servo. Du. Ah, ich darf nicht Shift dabei drücken. Servo, Servo, Servo. Servo, Servo, Servo. Servo. Gut. Absaugen, 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 absaugen. Das sollte auf jeden Fall helfen bei der Lava. Beim Lavastand im System. Es müsste gleich wieder auf 1000 plus hochzuckeln. Ja, genau dich meinte ich. Du bist so ein doofer Block von Extra Cells. Wurdest nicht zu Ende programmiert. Machst eh nur ein Spirenzchen. Aber es ist zu praktisch, das Ding zu haben. So. Achso, das ist noch nicht mein Servo, ne? Nee. Okay. Servo. Klick. Na gut.
Also, die da hinten sind am Lava produzieren. Hier nochmal das Gleiche. Und hier sind auch keine doofen Dynamos im Weg. Da, da. Warum? So, Shift. Ding, ding, ding. So, eine Reihe Dynamos. Ist irgendwie ein wenig mulmig, wenn da unten das Netherrack brennt und unter einem aus Stein Lava entsteht. Aber okay. Ihr seid alle automatisch an, das ist sehr gut. So, ganz viel Zwergenpower. Also auf 900 müsste es auf jeden Fall schon sein, wenn ich wieder ankomme. Whee! Kascha, oh, hallo. Bye bye. Ah, bist hier oben drauf gespawnt. Okay. Klick, klick. So. Zeig mir 900. Ja, nicht wirklich. Aber 874. Kascha, springe hoch. 875. Sehr gut. Also, Lava kommt wieder rein. Wir haben an der Verkabelung weitergemacht. Wir haben ganz paar Wände gebaut. Aber echt nur ein ganz paar. Oh, Pickhacking, komm her. Habe ich die eingesammelt? Ja. So. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen was von Hand hier. Hier in der Mitte sollte ja ein Block breit frei bleiben, dass ich jederzeit hochfliegen kann. Aber hier können wir mal weiterziehen. So. Damit ich irgendwann auch mal wirklich diese Zwischenebenen sehe. Du da, du da. Yeah. Das ist ein Problem. Wenn die Maus einmal ein bisschen hakt, hat man gleich überall was gebaut. Aber McPicken kriegt das hin. So. Komm, bau hier noch ein bisschen zu Ende und dann ist auch erstmal Schluss für heute. Du da, du da. Oh, und alles ausleuchten nicht vergessen, ne? Sonst gibt es gleich wieder Probleme mit irgendwelchen runterspringenden Ninja-Skeletten mit Bögen. Und hier klappt das nicht, weil da hinten noch was im Weg ist. So. Gute alte Handarbeit. Ja, so, du, weg. Weg. Die Holzzäune müssten ja eigentlich bei Zeiten auch weg, aber na gut. Zu, zu, zu. Zu, zu. Nee, hier soll kein ein breiter Dings. So, hier ist jetzt die Mitte. Hier könnte man theoretisch einen Schacht machen, der frei ist. Aber das muss ich mir noch genau überlegen. Was ganz schick wäre, es gibt... Also es gab früher einen Mod, damit konnte man so eine Chamäleon-Blöcke machen. Die haben geguckt, was ist um sie herum, hat dann deren Textur angenommen, aber man konnte durch sie durchgehen. Das war halt super für Geheimräume und dergleichen. Sowas hätte ich hier ganz gerne. Dass man halt nicht nach oben gucken kann, aber wenn man mal oben was bearbeiten muss, einfach durchfliegen kann. Ich glaube, das hieß irgendwie, also man brauchte Farben dazu. Ich guck mal ganz kurz, Dye. Was kann man mit Rose Red Dye anstellen? Rote Wolle, Stained Glass, Fischsorter, Planken, Kabel, Flower Upgrade. Nee. Das Ding, was ich meine. Teddybären? Gummibären, wie geil. Zucker, Kaktus und Rosen. Macht Sinn. Oh ne, das Ding, was ich meine für die Chamäleon-Blöcke, ist hier nicht mit bei. Schade, schade. Das ist Feuerwerk, okay. Aber falls ihr hier in dem Modpack irgendwas ähnliches kennt, womit man Eingänge tarnen kann, immer her damit in den Kommentaren. Das wäre echt super. So. Stimmt, wo ich jetzt gerade den magischen Bogen hier sehe. Es gab auch schon in den Kommentaren den Hinweis darauf, dass ich doch, wenn ich später das mit dem Spawner machen sollte, dass ich die Punji-Sticks durch Invar-Sticks ersetze. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch machen muss.
Weil durch die Grinder müsste ich eigentlich jetzt schon die Rare Spawns auch bekommen. Vorteil wäre halt, wenn ich unten dann keine Grinder benutze, dass ich ein wenig spare an Energie. Aber ich fälle die Monster-Sapsche und die brauche ich. Also, nee, ich denke nicht. Also keine Inver-Spikes. Den Sprung muss ich irgendwie überspringen. Hätte ich früher machen sollen mit den Inver-Spikes. Von vornherein statt den Punchy-Sticks. Und dann hätte ich auch gar nicht mit so einem riesigen Fallturm arbeiten müssen, der jetzt die Landschaft verunstaltet. Aber gut, ist alles viel zu spät. Ich guck mal ganz kurz, wie es mit dem Enderperlen jetzt aussieht. 25. Mist. Okay, haben wir ein Safari-Netz? Wir haben kein fertiges. Safari-Netz. Klick, gib mir eins davon. Ich hätte jetzt gerne ein Enderman. Das könnte problematisch werden, weil die Dinger alle aktiv sind. Sehe kein Enderman. War eine Spinne. Nee, ich glaube, so wird das nichts. Wie stelle ich das am geschicktesten an? Am geschicktesten ist, ich spawne einfach ein, ne? Dazu bräuchte ich eine Creepy Doll und Witchwater. Ja, okay, das machen wir kurz. Vielleicht haben wir sogar noch eine. Ja, wir haben sogar zwei. Dann brauche ich noch Ancient Spores. Davon haben wir inzwischen ja auch ein paar. Also, zwei reichen. So. Du da rein, du da rein, du da rein, du da, du weg und alles weg, so. Und Gold hier rein und Goldblöcke abgießen. So, jetzt aber. Du da, du da, du da. Wir hatten hier irgendwo zwei Fässer stehen mit Wasser. Genau. Flup, flup. Jetzt müssen wir, glaube ich, aber warten, bis die ganz lila sind und erst dann die Creepy Dolls da reinschmeißen. Dann werden die irgendwo spawnen und wir dürfen sie diesmal nicht töten. Also ich muss dem Verlangen zu töten widerstehen und das Safari-Netz benutzen. Und wenn wir dann einen eingefangen haben, dann können wir irgendwo den Spawner hinsetzen. Weil Enderperlen sind momentan wirklich der nächste wichtige Schritt. Für zwei tolle Jetpacks, für Tesseracts noch und nöcher. Also so, ne? 30 Stück davon hätte ich schon ganz gerne. Also unter jeder Plattform ein und im Turm ein und Gott weiß wo noch. Das wäre halt schon mal schick. Und für ein paar andere Sachen, zum Beispiel Teleporter. Wir könnten theoretisch auf jeder Plattform einigermaßen mittig denn so einen Elevator hier hinsetzen. Damit ich nicht immer so schräg durchfliegen muss. Das geht auch irgendwann gar nicht mehr, weil irgendwann überall Wände stehen werden. Also ja, Enderperlen sehr, sehr wichtig. Seid ihr inzwischen lila? Ja. Rein damit. Klick. War es reinwerfen oder rein rechtsklicken? War rein rechtsklicken. Okay. Klick. So. Jetzt funkelt das und saugt irgendwelche komischen Sachen auf. Und dann müsst ihr jetzt gleich irgendwo in der Nähe ein Enderman spawnen. Ich glaube, das ist einigermaßen random. Es muss nur Fläche da sein, wo er auch spawnen kann. Also kein Wasser. Und wir essen derweil ein rohes Toastbrot. Tee. Toastbrot. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Oh, und ein Blaze müssten wir dann auch noch bauen. Also nochmal ein Blaze spawnen. Blaze. Ach, da bist du ja schon. Kuckuck. Fertig. Das machen wir mit dem zweiten. Den zweiten hauen wir tot. Oder ich baue einfach noch kurz ein Safari-Netz. Dann haben wir zwei davon. Safari. Da können nämlich gleich mehrere Spawner mit Enderman benutzen. So, wo ist der andere hin? Ich habe ihn gerade wegporten hören. Junge. Ach, da hinten. Minimap macht's möglich. Fast etwas stinkig. Ja, jetzt ist vorbei. Okay, also wir haben zwei Endermen im Safari-Netz. Können wir einen Autospawner reinpacken und haben dann kein Enderperl-Problem mehr.
Den Spawner hatten wir, glaube ich, sogar schon gebaut, ne? Oh, nee, haben wir nicht. Spawn. Da, Autospawner. Oh, braucht Magma Cream. Nee, das brauchte Schleim. Schleim haben wir inzwischen. Wir brauchen zwei davon. Und dann brauchen wir Blaze. Davon haben wir mehr als genug. So. Zwei. Reinschmeißen. Spawn. Da. Tada. Autospawner. So, das Ding bräuchte jetzt nur ein Fluid-Exporter, der Monster-Sapsche reinkippt. Und dann legt man im Interface das Ding da rein. Wolltest du schon loslegen? Hast keinen Strom hier, das kannst du knicken. Das hier müsste man noch anmerken. Da steht Spawn exakt Copy. Das ist wichtig bei Schleim und Skeletten. Weil wenn man zum Beispiel ein Wither-Skelett einfängt und das hier reintut, spawnen nur ganz normale Skelette. Außer man stellt das hier ein. Dann merkt die Maschine, oh, das ist ja gar kein Skelett, das ist ein Wither-Skelett. Und dann spawnt auch genau das. Ähnlich bei Schleim, weil da gibt es ja doch ein paar verschiedene Arten inzwischen. Ja, und den Spawner setzen wir dann in der nächsten Folge. Eventuell einfach oben in die Mitte vom Turm. Dann spawnen die da drin, rutschen runter und werden auch mit umgebracht. Das müssen wir nicht extra hier unten im gleichen Raum machen. So sparen wir uns auch die Anzahl an Grindern. Ja, das klingt nicht schlecht. Also bis gleich.